Hallo, meine Lieben. Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte euch was zeigen. Ich habe das erste Mal bei ich wollte gerade sagen, Glücksknoten. Bei Jutta von funkelkram.de bestellt. Funkelkram.de. Und ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das wollte ich mal mit euch teilen. Ja, dann gucken wir mal rein. Das habe ich hier abgedeckt, das ist meine Adresse. Jetzt habe ich endlich mal so einen Karton hier, wo sie ihr sie bastelt. Sie hat ein Video, wo sie hier draußen Alben bastelt. Ne? Das könnt ihr mal gucken bei funkelkram.de, bei YouTube. So, jetzt mache ich mal auf. Aha. Oh, was ist da denn Schönes drin? Dann gucken wir mal. Gilding Wax. 2, Jutta. Ja, also Jutta hat mich gefragt, ob ich das mal ausprobieren möchte. Sie hat ein neues Gilding Wax. Und sie ist noch nicht so ganz überzeugt davon und hat mich gefragt, ob ich das mal ausprobieren möchte. Und habe gesagt, aber natürlich sehr gerne sogar. Danke, dass ich das ausprobieren darf. Und das ist einmal Vintage Blue. Ja, so blau. Sieh. Ich bin mal gespannt, wenn man es aufträgt. Ich habe. Das riecht voll gut. Ja, so blau sehe ich hier. Ah, im Deckel sieht man, dass das ein bisschen blau ist. Vielleicht wäre das dann auf dem weißen Untergrund nicht schlecht. Also, das möchte ich auf jeden Fall mal mit euch ausprobieren. Und Jutta dann mal sagen, wie ich das so finde. Und hier ist einmal Vintage Green. Ja, das sieht man hier auch, dass Leute das ja, dass es grün leuchtet, ne? Uff, das riecht ein bisschen nach Pfefferminz oder so. Das riecht mehr minzig, das riecht irgendwie fruchtig. Ja. Dankeschön, dass ich das ausprobieren darf, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu meiner Bestellung. Meine erste Bestellung. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Hier, meine Schablonen sind da. Also, da. Diese hier. Die sind ja von Stamperia. Ja, einmal die. Die sind wirklich sehr, sehr dünn. Für mein Funigami auf jeden Fall sehr gut geeignet. Da werde ich ihn gleich mal ausprobieren. Die mal voll machen mit dem Zeug und ja, dann erstmal mal sehen, wie lange das dauert zum Trocknen. Und dann habe ich diese hier. Ist auch wunderschön. Ja, mit Steam Clay hat sie ja extra entwickelt für diese Schablonen. Also für nicht für die Schablonen, sondern für ihre Alben, dass das nicht bricht. Also Fimo würde jetzt brechen, aber Steam Clay, das gibt es bei ihrem Shop, das würde nicht brechen. Und ja, das werde ich irgendwann auch mal ausprobieren. Aber im Moment habe ich noch keine Nudelmaschine. Bleibt doch da oben mal. Geh wieder hier hin. So, dann habe ich die Time Machine. Cool, oder? Ich finde die so toll. Ja. Die könnt ihr alle bei ihrem Shop ergattern. Und dann noch die. Die durfte auch nicht fehlen. Ja, dann hat sie ein Video mit Gilding Wax gemacht. Mit Gilding Wax gemacht. Warum klingelt denn mein Haustelefon? Moment mal bitte. Weil das klingelt nämlich sonst nie, weil ich immer mit meinem Handy telefoniere. Also jedenfalls hat sie ein Gilding Wax Video gemacht mit diesen Schablonen, mit dem Steam Clay. Und ich fand das Motiv so toll und dann habe gesagt, habe das denn im Shop gesucht und habe gesagt, Jutta, wo ist denn die Schablone? Die gibt's ja gar nicht, die sie jetzt im Video macht. Und hat sie gesagt, tja, Melli, hätte zugehört. Denn da habe ich das erklärt, dass ich zwei genommen habe. Das wäre einmal diese hier und die. Und die hat sie dann aufge, also hat sie dann über, also
hier ein Stück rausgenommen und dann von denen da rein und hier unten ein Stück raus und dann hier das so reingearbeitet. Da müsst ihr mal schauen bei ihr, das sieht so toll aus. Und habe ich gedacht, das müsste ich auch mal ausprobieren. Und zwar kann man das ja mit dieser Schablone machen, mit jeder. Man kann ja alles mixen hier. Ne? Mit dieser könnte man das auch mal ausprobieren. Ja, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ne? Mein Lieblingssatz. Ja, von uns allen. Ja, das war's auch schon. Mehr gibt's nicht. Aber ich finde das ganz, ganz toll. Und ja, viel Spaß beim Gucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mir doch ein Abo da. Bis dann. Tschüssi.